Ich habe nur jetzt Wasser. Um meine Stimme geschmeidig zu halten. Und dann können wir jetzt einmal mit Kiria reden. Sprich nicht mit mir. Ich werde dich töten. Vorhin ist Level 21. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Ne? Schau bitte in diese Richtung, Kiria, und sag mir, was los ist. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dir weiterhin auf den Hintern zu gucken, weil das, ne? Aber, ich habe versehentlich für Kiria den falschen Gig angenommen und ich habe ihr das Konzeptdokument gezeigt, nur um zu sehen, was sie darüber denkt und sie selbst. Was für ein Job ist das? Nun, oh, wie gut. Es ist eine Late-Night-Show, die sich Absolutely Cute nennt. Kiria muss ein niedliches Tierkostüm anziehen. Und als was war MC der Moderator, ne? Ja. Und als Moderator des Programms auftreten. Itsuki, kannst du sie bitte für mich beruhigen? Wirklich. Es ist okay, wenn sie den Gig absagen will. Kiria? Ich töte euch alle. Ganz offensichtlich Maiko. Und dann aus keinerlei bestimmtem Grund töte ich auch Kim Toma. Okay. Was hat Toma jetzt damit zu tun? Bitte beruhig dich, Kiria. Ich töte euch alle. Ich glaube, da geht Taja gerade nicht mit dir um. Mit dir durch. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Was um alles in der Welt hat dich so ausflippen lassen? Das. Komm, das ist voll niedlich. Ich komme mit diesen Dingen nicht klar. Wenn immer ich irgendwas Niedliches oder Kuscheliges wie das hier, dann schmelze ich einfach dahin. Ekelhaft. Hä? Ich finde das großartig. Es ist anders, als du üblicherweise bist. Aber das lässt sich nur freundlich auftreten. Es ist in keiner Weise komisch. Wirklich? Denkst du das wirklich? Ja. Ich habe solche niedliche Dinge schon immer geliebt, seit ich ein Kind war. Aber
Ich habe auch immer immer Rüschenklamotten und so getragen, Rüschenkleider. Aber als ich älter wurde, bin ich gewachsen und mein Aussehen wurde härter. Und das alles wurde einfach mehr und mehr unpassend für mich. Und dann eines Tages sagte ein guter Freund, sagte eine gute Freundin etwas zu mir. Sie sagte, dass es abscheulich wäre. Diese Bemerkung hing bis heute an mir. Der hängt bis heute an mir. Das ist schrecklich. Deswegen habe ich alles aufgegeben, was nicht zu, zu meinem Image passt. Und wie ich mich nur so um das sorgte, was zu mir passt und was andere Leute dachten, wurde diese entstand diese coole Kiria. Dieses Plüschtier beweist, dass das Mädchen und das einst niedliche Dinge liebte, einst existierte. Deswegen nennst du es ein Memento. Ich schätze, es ist, weil ich das ganze Zeug in mir drin halte. Aber manchmal. Manchmal habe ich Ausbrüche, so wie vorhin. Es ist total überraschend, ich weiß. Ich möchte nicht, dass mich irgendwas sieht. Lieber zerstöre ich alle meine Gefühle, was? Okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. So. Lieber zerstöre ich alle meine Gefühle und Reuen? Ha. Mir fällt kein anderes gutes deutsches Wort dafür ein. Als mich damit abzugeben. Das bringt mich zu unserem nächsten Punkt. Oder zum nächsten Punkt. Es gibt da einen Ort, den ich gerne mit dir. Es gibt da einen Ort, zu dem ich gerne in deiner Begleitung gehen würde. Wo ist das? Ich werde dich später deswegen kontaktieren. Okay. Also jetzt. Lass uns in die Idolasphäre in Zentral Shibuya. Ich werde all diese niedlichen Monster genannt Apparitions exterminieren. Zerstören. Und ein Ende zu. Und den verfluchten Gefühlen ein Ende bereiten. Ich plane mehr als 10 davon zu erledigen. Okay. Das ist, hui. Central City. Nun denn. Gehen wir rein.
Und das ist der Ort. Ich werde die niedlichen Monster, die hier auftauchen, ausschalten. Ist das dein Ernst? Diese niedlichen kleinen... Nein. Die Niedlichkeit dieser Bastarde... Dann bringt mein Herz in Aufruhr. Wenn ich jedes einzelne von ihnen besiege, kann ich sicherlich meinem vergangenen Ich entfliehen. Dir ist bewusst, dass das keinerlei Sinn ergibt, richtig? Du hast wirklich Probleme, Lady. Klappe. Klappe. Los geht's. Okay. Oh, hey, Okay, dann... Was willst du denn? Chris, bla... Einfach Burn Cloth. Noch vier mehr davon. Von Dark Shamans. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen hier. Oh. Ich hab die freaking Kameras vergessen. Da war ja was. Da war ja was. Ist ein bisschen her, dass ich in diesem Dungeon war. So, Crumbs, neuer Auftritt. Okay. Raging Blast. Every attack on enemies lose all resistance for one round. What? Okay, das ist krass. Yay. Oh, Tiki zählt wieder mit, ne? Großer Bruder, Kira hat mich gebeten, bei ihrem Training zu helfen. Ich werde die Anzahl der Apparitions, die sie besiegt, mitzählen. Ihr Ziel ist 10. Viel Glück. You can do it. Eine Apparition. Da kommt, da geht noch mehr. Das ist richtig. Da geht noch mehr. Okay. Aber nicht auf diesem Weg. Denn auf diesem Weg kommen wir nur wieder hierher zurück. So. Nun denn. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Ein Schamane. Egal, was ich mache. Dann machen wir einen normalen Angriff. Komm. Reicht auch schon. Vor allem, wenn er krittet. Okay, da haben wir noch ein Everburn Cloth. Nope. Spawn halt in mir drin, Alter. Okay.
So niedriglevelige Gegner, ey. Zion Gar. Oh, böse. So, das war Nummer 2. Oh, hier sind zwei von denen. Das ist gut. Das ist gut. Hast du Feuerangriffe? Ja, perfekt. Fire Strike! Eine 5er-Kombo. Yes. Nice. War nicht 5er-Kombo irgendwie ein Ziel? Vielleicht zumindest gerade so im Kopf. Könnte auch sein, dass es eine 6er-Kombo war. Und nee. Blitz. Blitz kriegen wir hin. Ja, das ist, ne? Keine Ahnung, warum hier empfohlenes Level 21 ist. Oi, neue Performer Role Model. Okay. Und zweiten Everclaw. Oh. Ich bin ein Dumm. Aber hey, macht nichts. Kenne ich ja schon. Beziehungsweise kenne ich nicht anders. Das war knapp. Der hat mich fast wieder teleportiert. Okay. Was haben wir hier? Nur einen von denen. Schade. Das sind die 5, glaube ich. Der Pfeilregen. Okay. Noch ein bisschen mehr. Lass uns weitermachen. Alles in Ordnung mit dir, Kiria? Du siehst so aus, als hättest du als wärst du in Schmerzen. Mir geht's gut. Ich bin mir sicher, dass ich schon fast da bin. Ich sag dazu nichts. So, hier noch die Sonic Feather. Charm die? Kiss Charm. Oh, ja, okay. Die Hammer und Windexpertise. Okay. Und hier den Poison Arc durch den Killerbau ersetzen. Jo. Klingt doch nach einem Plan.
Oh, stimmt, du hast noch keine gute Ausrüstung. Stärke plus 10, dafür Skill minus 30. Alter. Alter. Okay. Bunny Mascot. Keine der Auswirkungen. Okay. Also bis auf einen verdammt hohen Armor-Wert. Holy shit, man. Holy shit. Okay. Aber ganz ehrlich, kämpf lieber so. Ist mir lieber. Oh. Oh, really? Oh, really? Oh ja, da, komm. Das machen wir. Das Joker-Outfit, ey. Nee. Tatsächlich gefällt mir das Gameless Smile hier noch am besten. Okay. Samurai Justice, warum nicht? Komm, nehmen wir ihre Punk-Klamotten. Okay. So machen wir das. So machen wir das und arbeiten uns hier weiter voran. Hey. In der Hoffnung, mehr von den Apparitions zu finden. Und zwar schnell. So, hier, Alex Strike. Critical, weak. Yo. Böse. Das ist schon böse, was wir da einen Schaden drücken. Sehr nice. Gefällt mir. Gefallet mir. Okay. Sword Plasma, plus 1. Yes. Gerne. Und hier Media plus 1. Sehr schön. EP-Kosten gesenkt. Nice.